Sorgt dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließt die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Wo ist Emma hin? Wir waren aber in diesem Bereich hier auch noch gar nicht, ne? Das heißt, wir können uns nochmal gründlich umschauen. Weiß nicht, ob ich da hoch muss, aber... Gucken wir vielleicht erstmal die anderen Hütten an. Kann ich da auch rein jeweils? Nee, oder? Nee. Wäre auch ein bisschen viel. Außerdem glaube ich, haben alle schon gepackt. Und warten eigentlich nur noch auf uns. Hier ist was. Dylan wird sich nicht freuen, dass die Kids den hier liegen gelassen haben. Aufnahme des Camp-Songs. Eine Aufnahme des Lieds vom Hackett's Quarry Camp aus alten Zeiten. Die Technologie hat sich weiterentwickelt, aber der Song ist unverändert. Ich sage es Chris, wenn wir ihn sehen. Ich dachte zuerst, es ist Heu, aber es ist ein Felsen. Auch wieder schöne idyllische Musik. Kommt mir bekannt vor. Oh, eine Schaukel. Chillig. Kann mich nicht draufsetzen, leider. Aber wir finden einen Hinweis. Beweismaterial. Oh, da gibt es jetzt erstmal ein Tutorial zu. Alle lieben Schnitzeljagden. Und so ist es auch in Hackett's Quarry. In diesem Wald sind allerhand Geheimnisse verborgen, die dich, wenn du sie entdeckst, vor juristischen Folgen schützen können. Denn all die Erlebnisse, von denen du hinterher erzählst, sind bloß Geschichten, wenn du sie nicht belegen kannst. Also spüre die dunklen Geheimnisse auf, mach Fotos oder finde Beweismittel. Dann kannst du vielleicht deine Unschuld beweisen. Oder auch nicht. Okay, so läuft das hier. Am Ende wird uns alles in die Schuhe geschoben anscheinend, wenn wir nicht genügend Beweise für das Vorgehen hier haben. Sollte Jacob besser nicht sehen. Leere Fiole. Eine leere Fiole, die unangenehm riecht. Einer von 10 Beweisen. Es gibt gar nicht mal so viele. Das heißt, dieser Fund ist schon mal sehr, sehr wertvoll und wichtig. Aber warum? Was ist das? Was ist das? Ist das Dylans? Okay. Aber sieht das gut aus, oder? Was haben die denn noch? Ein Pool? Alter! Was ist das bitte für ein geiles Camp? Der einzige Nachteil ist die Tatsache, dass es hier kein Internet zu geben scheint. So ein Social-Media-Detox ist aber auch ab und zu mal nicht schlecht. Und ich glaube, da vorne wartet Emma. Okay, dann werden wir den Ort jetzt erstmal meiden und uns weiter großräumig umschauen. An der Stelle, wo ich aus der Hütte rausgegangen bin, war ja auch nochmal eine Abzweigung zu einem weiteren Gebäude. Dann schauen wir uns das gleich nochmal näher an. Hier, das meine ich. Ich kann übrigens leider nicht schneller laufen. Das ist schon die Maximalgeschwindigkeit. Aber das war eigentlich schon immer bei diesen Spielen so. Was ist das hier? Ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Ach, so eine Radiostation.
Oh, gut. Vielleicht kann man von da auch Notrufe entsenden. Hey, lass das sein. Schwarzer Rabe, nie ein gutes Zeichen. Einen solchen haben wir auch bei der Tarotkartenlegerin gesehen. Ich sag's ja nur. Außerdem hat er versucht, an der Stromzufuhr zu knabbern. Das wäre nicht so gut, ne? Das wäre nicht so gut. Okay, ich guck mich nochmal um. Und dann geht's zu Emma. Oh, hier. Dieser Multi-Destinationen-Pfeiler. Oder? Ja. Wegweiser. So heißt es korrekt. So unterhaltsam er auch ist, dieser Wegweiser erinnert auf erschreckende Weise daran, dass Hackett's Quarry wirklich sehr weit von der Zivilisation entfernt ist. Also Hilfe ist wohl nicht zu erwarten. Mist. Gut, das war's dann auch schon. Auf zu Emma. Ui, schicker Fluss. Kann es losgehen? Ja. Los geht's. Komm, fahr mich zurück ins wirkliche Leben. Du bist immer so dramatisch, anstrengend, selbstsicher. Ach, das ist Theater. Das wollen die Leute so. Allerdings. Also spielst du es vor? Also, eigentlich heißt Vorspielen nur, du selbst zu sein. Aber lauter. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Vorsicht mit dem Golfcar. Nicht so schnell. Wow. Oh. Gut gelenkt, Cowgirl. Verflinkst. Okay, verflinkst? Dann rein hypothetisch. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Und dann ist er am Ende ein Idiot, wie bei dir und Jacob. Eigentlich Boah. Ist er ziemlich süß. Oha. Wieso ist dann Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Er sieht's auch so. Ja, klar. Aber zu euch. Du und Nick, hab vielleicht eine Chance. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich hab seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. E-Mail? Bist du 93? Warum nicht E-Mail? WhatsApp? Du wirst mir echt fehlen, Abby. Instagram. Oh, halt, stopp! Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Es gibt so viele Entscheidungen, bei denen ich echt nicht weiß, wo sie drauf hinauslaufen werden. Aber ich habe Angst, dass irgendwas passiert, wenn wir noch weiter herumtuckern. Lass direkt zurück zur Lodge gehen, komm. Ich mach keinen Umweg. Daumen runter. Sie warten alle auf uns. Nick wird schon nicht gehen, ohne sich zu verabschieden. Abby! Nein! Was süße Eichhörnchen! Mein Herz. Sorry, kleiner Kerl. Mein Mädchen will einen Typen zu einem Date einladen. Ist ihr erstes Mal. Emma! Das ist eine Nuss, die sie knacken muss. Ich schmeiße dich gleich aus der Karre.
Ist ein gutes Recht. Nur weil sie schon 10 hatte, muss sie jetzt nicht da Witze reißen. Auch weil es die Frage ist, ob das jetzt so viel besser ist. Chill mal, Jacob. Ist okay. Ich hab einen vollen Akku, also... Oh, fuck, Mann. Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein. Ist okay, ich besorg mir den Saft von Mr. Edge, bevor wir fahren. Hi, Nick. Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Na los. Nur noch das Gepäck da hochheben. Oh, hier, lass mich mal. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Ganz sicher? Ich könnte nämlich, also das wäre kein Ding. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Danke. Cool. Besser so, komm. Ja, komm. Nochmal. Abby, soll ich dir... Ja? Kann ich... Danke. Jetzt auf einmal, ja? Es muss nur der Richtige sein. Wo steckt eigentlich Ryan? Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Mii-Party? Ich hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema? Lass andere in Frieden. Nee, wir bleiben mal freundlich. Ja, welches Thema? Geht's dabei um mich? Du denkst, es gäbe einen ganzen Podcast über dich? Okay, wenn hier jemand Podcast-Potenzial hat, dann ich. Ja, und der Podcast wäre Holt euch den Look und miest wie ein Po. Oh mein Gott, du bist so kindisch. Aber ich sehe nicht aus und riech wie ein Po. Nein, es geht um paranormale Vorkommen. Die Episode handelt von hier. Weird, oder? Die Hexe von Hackett's Quarry. Die was von wessen was für ein Ding? Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Kennst du etwa nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Es, hier ist angeblich diese Oma bei... Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Sie ist die Oma aus dem Wald? Sucht nach ihrem verschollenen Baby. Silas! Und es heißt, sie würde flüstern. Und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Oh oh. Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Oder killt dich. Oder so irgendwie. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Hackett's Quarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Verdammt. Wir wissen, dass da was dran ist. Ohne Scheiß, Leute. Ihr hättet die Gesichter der Kids am Lagerfeuer sehen sollen. Gezeichnet fürs Leben. Ja, ich meine, nicht fürs Leben. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen. Der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt dir da rum, Hecketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hopp, na los. Schwingt endlich die Hufe. Sorry, Mr. H. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf. Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories?
Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Yo, Mr. H. Was denn, DJ Dylan? Kann ich mal kurz an die Ladestation? Ich brauche ein paar Tunes unterwegs. Nein, geht nicht. Dann habe ich mich wohl geirrt. Ich habe nämlich gerade gegoogelt, weil er sah doch noch mal ein bisschen mehr aus wie David Arquette. Habe ich mich im Prolog geirrt. Der Polizist war es nicht, sondern Mr. H. Cool, cool, ja. Kein Problem. Gut, Mann. Halb so wild kannst bei mir mithören. Du, Chris, ich müsste mal kurz mit dir reden. Ich bin doch nicht gefeuert. Nein, ich wollte dich nur was fragen wegen... Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, ja, okay. Oh, sorry. Hallo? Also, nach dem, was wir bisher so erfahren haben, wäre es, glaube ich, nicht schlecht, das Gespräch mitzubekommen. Was? Mein Kids sind. Ich muss aufpassen, sonst. Die sind bald weg von hier, okay? Du machst es aber ganz schön knapp. Wir wollen doch. Kein Grund für so einen Stress, okay? Es wird schon alles gut gehen. Bobby und ich sind bereit. Wenn er in der Gegend ist, kriegen wir. Das hält uns doch nur auf. Du weißt es nicht. Nein, sollte ich das? Er meldet sich nicht. Wenigstens ist er nicht im Weg. Apropos, je länger ich hier telefoniere, desto länger dauert es, bis ich die Kids los bin. Ja, aber klar, adios. Irgendwas geht hier auf jeden Fall vor. Sorry, ich wollte nicht lauschen. Ich habe nur gewartet. Also ich meine, ich habe gehört. Ich habe nichts verstanden oder so. Alles cool, Champ, los, komm rein. Sorry, das Rausschicken tut mir leid. Verdammt. Ach, was ein Idiot, der stellt sich auch so dumm an. Kann ich helfen beim Schlüsselsuchen? Nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also was, du wolltest was fragen? Oh, ja, es war wegen der Animationsschule. Was denkst du, sollte ich tun? Richtig. Also... Lass ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern, wenn ich auf dem Campus wohne. Meine Mom ist eigentlich nie da und dann ist Sarah ganz allein. Unsere Familie ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Kacke. Was ist los? Ist bei dir alles okay? Heißes Date heute Nacht? Oh Mann, hast du eine Ahnung? Also, was wolltest du von mir? Ich finde, du bist super als Betreuer, Ryan, weißt du? Einer von den Guten. Aber... Weißt du, wie viele Eltern mich anrufen? Sie kriegen Briefe von ihren ängstlichen Kids. Die wollen heim. Das war mir nicht klar. Versteh doch, zahlen die Kids vom Sommercamp zu vergraulen, ist schlecht fürs Business. Also bitte, spar dir die Gruselstories. Das kann ich natürlich verstehen. Sorry, dass es so ernst ist. Wusste ich nicht.
Keine deiner Handlungen bleibt ohne Folgen. Das muss dir bewusst sein als Betreuer, als Leader. Ja. Singt doch schön Kumbaya zusammen, okay? Was ist das? Ja, kennt ihr denn Kumbaya nicht mehr? Alter. Gibt's nicht. Ich werd älter als meine eigenen Klischees. Kennt doch jeder, oder? Sag schon, Chris, was ist los? Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Mhm. Er weiß was, aber will es uns nicht sagen. Haken wir nach. Wieso? Es wird dunkel, Ryan, und dann sind die Straßen gefährlicher. Hier in und der Pampa? Und Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß. Gib mir eine Minute. Guter Gott, verdammt, wo sind sie? Grüßt du bitte auch Caleb und Kelly von mir? Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Caleb arbeitet am Schrottplatz außerhalb der Saison und Kelly weiß noch nicht so recht, was sie will. Hat ja noch ihr Leben vor sich. Die beiden kommen und gehen einfach, wie sie wollen. Teenager, habe ich recht. Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kommt doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Ich stehe am Van, pack sie in meine Hose, komm ins Office. Ah, oh, da sind sie. Aha. Jetzt aber zackig. Dann ist der blaue Wagen seiner? Digga, das heißt, dass er in der Prolognacht ja hier war, oder? Bring allen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln. Wie kommt es, dass du dein Faun wieder hast und wir noch nicht? Ich hab's nie eingereicht. Hättest es vorm Abgeben ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. Wenn Erwachsene versuchen, Jugendwörter zu benutzen und es falsch benutzen. Gut. Dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Also los geht's. Was ist denn? Ach, Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt nicht an, Mr. Elk. Ah, das sehe ich. Ja, Alter, das Ding ist kaputt. Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Oh, vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch. Ach, fick dich. Hört auf! Aufhören alle beide! Shit! Komm okay, schon, komm Alter, schon. Chill! Chill, Alter! Ach, verdammt! Ich sagte doch, ihr Kids sollt alles checken! Haben wir. Es sollte funktionieren. Tja, von könnte und sollte haben wir jetzt aber nichts, oder? Boah, der wird richtig aggro. Verdammt! Aber klar, er wollte sie auch alle weghaben. Dadurch, dass wir den Wagen lahmgelegt haben, bleiben okay. Jetzt aber alle da. Okay, hey, ist doch nichts dabei, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Nein! Du, stopp! Lass mich denken. Er weiß auf jeden Fall, was passieren würde, wenn wir hier bleiben. Deswegen dreht er so durch. Okay. Verdammt. Du hast recht, ja. Was? Ja, du hast recht. Hey, Ryan. Komm mal kurz. Vielleicht weiht er uns ein, wenn wir eine gute Beziehung zu ihm haben. Sorgt dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließt die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus.
aber es darf wirklich niemand rausgehen. Kannst du mir das versprechen? Kann ich nicht, aber ich werde es versuchen. Du könntest mir auch einfach die Wahrheit sagen. Denn du weißt definitiv etwas. Ist halt jetzt doof, dass wir vorhin gelauscht haben und er somit enttäuscht von uns ist. Und er wird wahrscheinlich jetzt noch saurer auf uns sein, aber ich hake nach. Warte, wir dürfen nicht rausgehen bis zum Morgen? Wieso? Wo gehst du hin? Ryan, ich bitte dich, vertrau mir. Ich vertraue dir auch. Kannst du das? Schließ die Türen! Und um Gottes Willen, seid leise! Und der blaue Wagen ist seiner. Tatsächlich. Also, was sollte die Nummer? Er sagt, wir sollen reingehen. Und drinnen bleiben bis morgen. Du verarschst mich. Du verarschst mich! Was sollen wir denn tun? Wir gehen jetzt besser rein, wie er sagt. Wir könnten reingehen. Bis zum Morgen. Ja. Oder wir können es lassen. Wir machen definitiv, was er gesagt hat. Nein, nein. Nein, 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 nein. Wir sollten einfach machen, was Chris uns gesagt hat. Aber klar, wen juckt es, was Chris uns vorschreibt? Er ist nicht unser Boss oder so. P-A-R-T und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay, okay, okay. Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Alter, fuck ja, bin dabei. Nick, du auch. Ich mach mit. Dylan auch, offensichtlich. Kumpel. Caitlin? Als ob's zur Diskussion steht. Ja, okay. Was sagst du? Ja, klar. Mr. Hackett schien's wirklich wichtig zu sein mit der Lodge. Wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie Ryan mit seiner Gruselstory. Warum sollte er das machen? Das ist die Frage. Das Ding ist, so wie der vorhin abgegangen ist, hat er selber unfassbar viel Angst. Ich denke nicht, dass er uns Angst machen will, Jacob. Ich glaube, er hat echt Schiss vor irgendwas. So ein Scheiß. Chris schien die Sache sehr ernst zu sein, Leute. Jetzt zier dich nicht so, Mann. Komm, eine letzte Nacht. Ja, Alter, aber er erfährt's nie. Ich hab's versprochen. Nee, schon gut, Alter. Ist schon gut, wir haben's kapiert. Schon klar, du willst brav sein für Daddy. Oh. Fresse, Mann. Ist schon okay, Mann. Vertrau mir. Das wird ganz chillig. Okay, Hacketiere. Partyplanungskomitee, los geht's. Okay, fangen wir an. Nick und Abby, ihr geht Feuerholz besorgen. Emma und ich plündern zusammen die Vorratskammer. Und Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuchen unsere Handys zu laden oder so. Okay, los geht's! DTF? Sitzt da ernsthaft jemand an der Sniper? Wer ist er denn? Yo, what? Der Typ ist blutüberschmiert. Will ich wissen, was der da zu sich nimmt? Nein, oder? Oh, aber das ist das Zeug aus der Fiole, was wir gefunden haben, glaube ich.
Hunting Season. Was wird passieren? Scheiße, Mann.